meine Lieben und herzlich willkommen in meiner Küche. Wie ihr seht, ist das hier vor mir schon alles etwas vollgestellt. Wir wollen heute Erbsensuppe kochen. Und zwar so eine richtig leckere wie früher bei Oma oder bei Muttern, keine Ahnung. Je nachdem, wo ihr mal richtig leckere Erbsensuppe gegessen habt. Auf jeden Fall wird es so richtig deftig, schön was für die kalten Wintertage zum Durchwärmen. Oder auch für den Herbst. Also Herbst, Winter ist für mich sowieso immer so Eintopfzeit. Da muss es so richtig schön so warm von innen kommen, wenn es draußen kalt ist. So, aktuell haben wir es auch zum Glück so ein bisschen kalt. Also wir hatten jetzt heute minus 7 Grad. Nicht so angenehm, deswegen dachte ich mir mal so richtig schön was Warmes heute, was Deftiges. So, und zwar brauchen wir für unsere Erbsensuppe. Ich mache das jetzt für 2 Personen. Muss aber auch sagen, eine bessere Hälfte, mein Freund, ist ein guter Esser, sag ich mal, gerade auch was Eintöpfe etc. angeht. Deswegen habe ich ein bisschen mehr genommen. Und zwar habe ich mir erstmal heute Morgen 250 Gramm Erbsen eingeweicht. So sahen sie vorher aus. Also das sind jetzt hier so unsere getrockneten Erbsen, die man so im Einzelhandel kriegt. Also ein Paket 500 Gramm Erbsen kostet, ich glaube, 1 Euro. So um und bei. So sahen sie vorher aus. So sehen sie jetzt hinterher aus. Also sie haben sich stark vergrößert, muss ich sagen. Das ist dieselbe Menge. Halt eingelegt in Wasser. Und ich habe da jetzt die dreifache Menge an Wasser drauf gegeben. Oder, naja, gut, dreifache Menge. Vielleicht waren es auch 500 Milliliter, 600 Milliliter. 600 Milliliter. Ich mache das immer so Pi mal Auge. Und die waren jetzt 6 Stunden im Wasser. Sind leider Gottes noch nicht so richtig. Also da geht noch was. Wenn die nachher kochen, dann gehen die nochmal ein bisschen mehr auf, beziehungsweise sollen die am Ende sowieso so ein bisschen zerfallen, so wie man das halt von Erbsensuppe kennt. Dann habe ich jetzt hier einmal Möhren. Die sind schon gewürfelt, die waren eingefroren, deswegen ist hier unten noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sieht, ein bisschen Wasser drin. Die habe ich gerade aufgetaucht, das sind ungefähr 2, 2,5 bis 3 Möhren. Ungefähr, also wie gesagt, das Ganze ist jetzt gerade für 2 Personen, wobei mein Freund halt ein guter Esser ist. Dann habe ich jetzt hier an die Kamera, Zwiebeln. Das waren jetzt so 2 mittelgroße Zwiebeln in etwas grobere Stücke geschnitten. Weil ich finde, das muss beim Erbseneintopf oder überhaupt bei Eintöpfen einfach sein. Dann habe ich hier Speck. Beziehungsweise Speck, Schinkenwürfel, Speckwürfel, ja, Schinkenwürfel. Das sind ungefähr ja, so 100 Gramm, 80 bis 100 Gramm so um und bei. Habe hier in meinem kleinen Schnapsglas ein bisschen Öl gleich zum Anbraten. Habe hier noch nachher zur Einlage ganz am Ende, das sind Käsekrakauer, die habe ich jetzt auch noch eingefroren. Sind ja, 160 Gramm, werde ich nachher in Scheiben schneiden und kommt mit in den Eintopf. Zum Würzen habe ich jetzt hier einmal Majoran. Das ist jetzt ungefähr so ein guter Esslöffel, getrocknet. Habe hier hinten ein bisschen Rind, nee Moment, doch das ist Rinderbrühe, hier ist Gemüsebrühe. Also kommt nicht alles von rein. Ich habe das einfach nur mal so ins Glas gegeben, damit man mal einfach sieht, was reinkommt. Einmal Pfeffer. Das ist auch natürlich nicht die Menge, die reinkommt, um Gottes Willen. Salz. Zucker. Soll immer auf jeden Fall ein bisschen mit rein, weil Salz und Zucker öffnen einfach die Geschmacksknospen und deswegen auch an jede deftige Speise einmal ein bisschen Zucker. Okay, jetzt jammert hier gerade die Katze vorm Fenster. Ich muss sie gleich reinlassen, ja. Wie gesagt, Salz und Zucker öffnen die Geschmacksknospen und deswegen immer ein bisschen an jede süße Speise ein bisschen Salz und an jede deftige Speise ein bisschen Zucker. Sorgt halt einfach dafür, dass wir ja, sämtliche Gewürze, Aromen etc., was halt, oder sämtliche Geschmacksnoten, die halt in einem Essen vorhanden sind, ja, ein bisschen besser wahrgenommen werden können. So, hier ist einmal, habe ich noch Speisestärke nachher, eventuell zum Abbinden müssen wir gucken. Wird nachher mit ein bisschen Wasser angerührt. Und schauen wir mal. Für den einen oder anderen, der jetzt sagt, Mensch, sie hat doch aber gesagt, sie will hier keine Fertigprodukte, Tüte etc. pp. Zu der Brühe ist Mononatriumglutamat drin, sprich Geschmacksverstärker. Ich habe bis jetzt noch keine Brühe gefunden, in der es nicht ist. Ich nehme sehr gerne Brühe, eben weil es halt Geschmack schon ranbringt. Sei es jetzt durch Geschmacksverstärker etc. pp. Sollte jemand mal Brühe finden oder kennen, wo kein Glutamat drin ist, bitte gerne einmal
Ja, Kommentar und das Video wäre ganz schön. Also würde mich auf jeden Fall interessieren. Bis jetzt bin ich noch nicht drauf gestoßen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch, ich habe jetzt mal 1 Liter Wasser genommen, um halt einfach nachher das Ganze aufzufüllen. Weil unsere Suppe braucht ja ein bisschen, ne, Volumen. Außerdem habe ich jetzt hier nochmal einen Klimper-Klimper, sorry, großen Kochtopf. So. Und da wollen wir jetzt mal loslegen. Als erstes stelle ich jetzt mal hier meinen Topf auf den Herd. Ich mache das einfach mal hier vorne. Ich hoffe, man kann das sehen. Das Öl hinein. Ich stelle das Ganze auch gleich an auf höchster Stufe. Öl hinein, braten wir dann darin gleich meine Zwiebeln ein bisschen an, den Speck ein bisschen an, die Möhren, gieße die Erbsen ab. Das mache ich gleich hier hinter mir. Gebe dann, wenn das alles angebrutzelt ist, die Erbsen noch zu. Schmuggel die auch so ein bisschen mal an, also dass die halt ein bisschen Geschmack kriegen. Gebe dann das Wasser oben drauf und gebe dann schon gleich ein bisschen, also auf jeden Fall den Majoran dazu und ein bisschen von der Brühe, so einen halben Teelöffel von jedem ungefähr. Bisschen Zucker, bisschen Salz, Pfeffer und ja, lass das Ganze dann erstmal ein bisschen vor sich hinköcheln. Auf nicht allzu hoher Stufe, also ich würde sagen, jetzt mein Herd hat die höchste Stufe 3. Ich gebe das Ganze dann auf mittlere Hitze, also auf 1,5 ungefähr, und lasse das erstmal vor sich hinköcheln. Das rühre ich dann zwischendurch mal wieder um. Und schau dann, keine Ahnung, alle 20 Minuten mal nach. Und das ist halt so ein Essen, ja, was einfach so vor sich hinköcheln kann, wo man nebenbei gut noch die Küche aufräumen kann, nochmal schnell durchsaugen oder weiß der Geier was. Also wie gesagt, das ist einmal kurz Arbeit, dann köchelt das vor sich hin und irgendwann am Ende muss man das halt abschmecken etc. pp. Genau, die Würstchen natürlich noch klein schneiden. Ich schneide die immer ganz gern klein, weil ich denke mal, der eine oder andere wird das kennen, wenn man die Wurst im Ganzen hat. Am Ende ist immer noch irgendwie ein Topf über oder halt in dem Fall jetzt Suppe und es ist kein Fleisch mehr da. Dann will keiner mehr die Suppe essen, weil eben kein Fleisch mehr da ist. Also klein geschnitten, so verteilen sich die Würstchenscheiben dann gleichmäßig im Eintopf. Und auch sollte dann noch was überbleiben für den nächsten Tag, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Fleischeinlage mit dabei. So, hinter mir wird jetzt gerade das Öl hier ein bisschen heiß. Ich hoffe, das kommt jetzt gleich. Ich nehme hier meinen Kochlöffel schon mal zur Hand. Ja, das kommt so langsam. Stellen wir hier noch einen Teller hin, wo ich zwischendurch immer den Kochlöffel ablegen kann. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Ich versuche nicht ganz so doll zu klimpern. Jetzt geht das auch schon langsam los. Ich nehme jetzt hier einmal einen Speck, die Zwiebeln mal drüber. Ich verspreche euch, wenn ich diese Videos länger mache, wird es auch irgendwann eine zweite Cam geben. Besseres Bild, besserer Ton vielleicht nicht unbedingt. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich gerne noch eine Camcorder haben. Jetzt momentan steht hier vor mir quasi der Laptop mit einer Webcam obendrauf und deswegen sind wir halt so ein bisschen begrenzt, was die Bewegungsfreiheit angeht. Aber oh, jetzt fängt das hier schon an, richtig heiß zu werden. Ich schalte das kurz ein bisschen runter, gebe jetzt meine Zwiebeln rein. Das wird jetzt einmal laut, glaube ich. So, schiebe die hier so ein bisschen hin und her. Dann gebe ich auch schon gleich den Speck dazu. Nochmal auf volle Hitze und ja, die Zwiebeln sollen jetzt halt schön glasig werden, der Speck schön knusprig und ja, auch so ein bisschen glasig und halt einfach Farbe kriegen. Das kann im Topf auch unten ruhig ein bisschen ansetzen, das macht nachher nichts. Wenn Wasser drauf kommt, löst sich diese, ja, diese, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, einfach dieser Ansatz und gibt auch nochmal wieder Röstaromen einfach in die Suppe ab. So, wir sehen uns gleich wieder, wenn jetzt hier das Ganze einmal durch fertig geschmuggelt ist und ich die Möhrchen dazu geben kann, beziehungsweise auch die Erbsen. Ich gieße jetzt, wie gesagt, meine Erbsen gleich nochmal ab und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, die Zwiebeln, der Speck und ich habe jetzt mittlerweile auch zwischendurch die Karottenwürfel schon dazu gegeben, sind jetzt schön angeschmuggelt. Ich zeige euch das einmal. Ich hoffe, man kann das erkennen. Oh Gott, Dampf, Dampf, Dampf.
Ja, es hatte sich schon so ein leicht brauner Ansatz gebildet, dadurch, dass ich jetzt die Möhren dazugegeben habe, die ja gefroren waren und auch ein bisschen Wasser dabei hatten, hat sich das Ganze schon ein bisschen gelöst. So sieht das jetzt aus. Ich gebe jetzt einmal, stelle das Ganze jetzt wieder auf den Herd, gebe meine Erbsen dazu, lasse das nochmal so leicht anschmurgeln, wie gesagt, für die Röstaromen. So, und habe hier in der Zwischenzeit schon mal meine Würstchenpackung ausgemacht, hole die Würstchen jetzt raus und schneide die. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe ja keine Schale. Egal, wir lassen die auf dem Brett, das sind ja nur so kleine Dinger hier. Schneide die jetzt einmal alle in Scheiben. Schön vorsichtig, schön auf die Finger aufpassen. Nicht, dass nachher ein Stück Finger mit in der Erbsensuppe landet, das wäre unschön. So, schiebe die hier mal mit rüber. Also ich mache das auch immer gerne so, dass ich mir zum Beispiel Möhren und sowas einfriere. Gut, nicht jeder hat die Möglichkeit, aber man kann eigentlich gut mal so ein Paket, selbst wenn man nur ein kleines Gefrierfach hat, gut mal ein Paket Möhren zum Beispiel klein schneiden, gleich in Würfel schneiden, sich das in den Gefrierbeutel portionieren und dann einfrieren. So hat man immer zum Beispiel so eine Bolognese oder eben auch Eintöpfe etc. Einfach mal gleich Möhren parat, muss ich nicht lange aufhalten mit Schnibbeln, gerade wenn es schnell gehen soll. Und ich mache das halt immer so. So, jetzt hört sich das hier hinten so ganz stark danach an, als wenn das hier gut vor sich hingeschmurgelt hat. Man kann jetzt hier auch, hoffe ich, einfach pusten, so einen leichten Ansatz hier oben am oberen Rand da so erkennen. Also das meine ich, wenn sowas oder noch ein bisschen doller in eurem Topf entsteht, ist es nicht schlimm. Also solange wie das nicht richtig schwarz verkohlt ist, macht das nichts. Ich gebe da jetzt das Wasser drauf. Ruhig so, warte mal, ja. Etwas mehr, oder wir können eigentlich auch alles reingeben. Das ist jetzt ein ganzer Liter gewesen. Wie gesagt, 250 Gramm Erbsen. Und am Ende muss man halt gucken. Also die Erbsen machen das Ganze auch noch sämig. Das Wasser verkocht noch ein bisschen. Jetzt, weil das Ganze ja noch ein bisschen, sich quasi einköcheln muss. Die Erbsen, die müssen noch ein bisschen weich werden nachher, weil die jetzt, wie gesagt, nur 6 Stunden in Wasser eingelegt waren. Ich würde es sonst auch empfehlen, vielleicht einen Abend vorher einzulegen für den nächsten Abend. Oder halt wirklich ganz früh morgens, wenn man dann abends um 6 oder was kocht. Das ist halt wirklich der eine oder andere, der vielleicht außer Haus gehen muss und arbeiten gehen muss. Aber wenn er morgens um 5 oder 6 das Haus verlässt, einfach mal schnell nochmal die Erbsen kurz in ein bisschen Wasser packen und das sind die 12 Stunden später, also auch ja, quasi dann gut aufgegangen. Bei mir waren es jetzt nur 6 Stunden, deswegen da geht noch was. So, genau, halt, stopp. Bevor ich die jetzt abdecke und kochen lasse, gebe ich jetzt schon mal ein bisschen, warte mal, wir haben hier, da ist jetzt Zucker, genau, ich gebe jetzt hier so einen halben Teelöffel Zucker ungefähr dazu, habe jetzt hier meine Rinderbrühe, da nehme ich auch einen halben Teelöffel Gemüsebrühe, so, dann haben wir das, dann so ein Viertel Teelöffel Salz, weil wir haben ja jetzt schon ordentlich Brühe drin. Die ist ja nun mal auch salzig. So, ein Viertel Teelöffel Salz ungefähr. So ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Zack. Und natürlich unseren Esslöffel Majoran. Also der Esslöffel war jetzt nicht gehäuft, der war gestrichen. Zack, gebe ich da einfach mal so rein. Und dann rühren wir das Ganze nochmal durch. Und wie gesagt, ich lasse das jetzt erstmal köcheln. Das kann durchaus sein. Also ich gucke jetzt alle 10 Minuten, Viertelstunde gucke ich da einmal rein und lasse das jetzt erstmal köcheln. Es kann durchaus sein, dass das jetzt noch eine Stunde kochen muss quasi.
Ist aber wie gesagt kein Problem. Ihr könnt dabei nebenbei noch ein bisschen Hausarbeit machen, aufräumen, Staubsaugen etc. pp. Oder euch nochmal eben an den PC setzen und da irgendwas machen oder so. Also das ist alles gar kein Problem. Das ist eigentlich ein relativ unkompliziertes Essen. Man kann viel noch nebenbei erledigen oder eben schon für den nächsten Tag was vorbereiten etc. pp. Also ich mag Eintöpfe persönlich immer ganz gerne. So, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Die Würstchen tue ich jetzt gleich nochmal in eine, oder gebe ich gleich nochmal in eine Schale, stelle die an die Seite, damit ich die ganz am Ende dann noch mit zugeben kann. Gut, wir sehen uns dann. Ja, ich gebe euch dann eine Zeit auf jeden Fall, wie lange das jetzt war, bis meine Erbsen hier soweit sind. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich nochmal ganz kurz. Ich wollte euch einmal jetzt einen Zwischenstandsbericht zu unserer Erbsensuppe geben. Und zwar kocht die Gute jetzt so, ja, ich glaube 40, ja, 35, 40 Minuten so ungefähr. Und ich zeige euch jetzt einmal. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Erbsen sind noch gut zu erkennen, aber es kriegt jetzt, okay, ich hoffe, man kann das sehen, kriegt jetzt langsam so eine leicht grünliche Erbsensuppenfarbe. Das Wasser ist jetzt auch, ja, ich würde sagen, zu einem Drittel verkocht. Also wir hatten ja einen ganzen Liter drauf gegeben. Da sind jetzt ungefähr, schätze ich jetzt mal, noch 600 Milliliter von übrig. Und ich lasse das Ganze jetzt nochmal so ein Viertelstündchen ungefähr kochen. Und dann müsste das schon fast soweit sein, dass wir das ja, zu Ende bearbeiten können quasi. Wir sehen uns dann gleich wieder. Da sind wir wieder zurück bei der Erbsensuppe. So, hier im Hintergrund, also, jetzt bin ich gerade, da hinter mir, also direkt hinter mir, da so, da stehen gerade noch meine Brötchen, die ich gebacken habe. Verlinke ich euch irgendwie entweder da unten oder da unten, irgendwie in der Ecke, mal gucken. Das sind die Mana-Brötchen aus dem WoW-Kochbuch. Jetzt geht es aber erstmal um unsere Erbsensuppe, die jetzt so gut wie fertig ist. Ich habe zwischenzeitlich hier einmal noch die Würstchen Scheiben reingegeben. So, das Ganze sieht jetzt schon mal so aus. Es dampft natürlich ordentlich. Das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Duftet auch vorzüglich. Ich werde das Ganze jetzt einmal noch probieren. Zur Erklärung, die Würstchenscheiben habe ich deswegen schon reingegeben, weil die auch noch mal so ein bisschen ja, Geschmack abgeben. Da sind ja nun mal auch Gewürze und Kräuter drin in diesen Würstchen. Und die ja, geben dann noch mal so ein bisschen Geschmack ans Essen ab. Also nicht ganz am Ende reingeben, sondern vielleicht, es war jetzt halt eine Viertelstunde vorher. Und insgesamt hat die Suppe jetzt ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen weniger gekocht. Ihr seht ja, die Erbsen sind jetzt komplett zerfallen. Oder fast komplett zerfallen. Man kann nur noch so, ja, die letzten Reste noch erahnen. Und ja, wir werden das Ganze jetzt noch mal ein bisschen leicht abbinden. Ich hatte auch noch mal 100 Milliliter Wasser dazu gegeben, weil das dann doch ja, sehr stark verkocht war und die Erbsen halt einfach das Ganze sehr dick gemacht haben. Das heißt, insgesamt sind da jetzt 1,1 Liter Wasser drin. Und ja, jetzt geht es hier weiter. Probiere das Ganze jetzt erstmal und dann gucken wir mal, was da noch so alles an Gewürzen rein muss. Okay. Also salzig genug ist das jetzt. Wir hatten ja einen halben Teelöffel Gemüsebrühe, halben Teelöffel Rinderbrühe, Viertel Teelöffel Salz. Und plus den Salz, der ja noch im Speck enthalten ist. Und ja, die Würstchen sind auch noch ein bisschen salzig. Also das reicht jetzt auf jeden Fall. Mehr muss da gar nicht ran. Das schmeckt so schon mal sehr gut. Ich würde das eigentlich jetzt schon fast so lassen. Kleines bisschen Pfeffer vielleicht noch mit dran geben. Und dann können wir das Ganze auch schon abbinden. So, ich gebe jetzt hier nochmal so eine Teelöffelspitze Pfeffer mit dazu. Also wirklich nicht viel. Nicht, dass das Ganze nachher zu scharf wird. So. Und haben wir jetzt hier unsere ja, anderthalb Esslöffel Speisestärke, wovon wir wahrscheinlich nicht alles brauchen werden. Ich gebe da jetzt erstmal ein bisschen Wasser drauf. Also wirklich nicht viel. Nicht, dass das ganze Glas jetzt voll ist oder so. Was wird am Anfang, wird das bei der Speisestärke, ich weiß ja nicht, der eine oder andere, der es nicht kennt, wird das immer so ein Klumpen erstmal. Und da muss man halt rühren, 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 rühren.
Das geht eigentlich auch mit dem Teelöffel ganz gut. Man braucht dafür nicht unbedingt einen Schneebesen. Wer natürlich so einen kleinen Schneebesen hat, kann das natürlich auch gerne damit machen. Rühren, rühren, rühren. Halt am Boden so ein bisschen fühlen, ob noch irgendwo was hängt oder nicht. Wenn der Löffel hier so flutschig drin hin und her geht. Ja, das sind jetzt sämtliche Klümpchen gelöst. Das ist jetzt so eine Konsistenz, ich würde sagen, etwas fester als Milch. Also vielleicht so ein bisschen wie Sahne, so in der Richtung. Und werde das Ganze jetzt hier mal einmal ganz vorsichtig einrühren. Die Hitze kann ich jetzt auch wegnehmen, weil die Resthitze, die jetzt, also die Platte habe ich jetzt ausgeschaltet, die Resthitze, die vorhanden ist, die reicht auf jeden Fall, um das Ganze jetzt noch anzudicken. Ich gebe jetzt nur so einen kleinen Spritzer erstmal rein und rühre das Ganze gut durch und warte erstmal einen Moment und merke, dass das also jetzt schon völlig ausreichend ist. Mehr muss gar nicht. Wer jetzt natürlich gerne noch mehr Suppe haben möchte, könnt ihr jetzt noch einen Schluck Wasser mit dran geben. Oder wenn ihr merkt, es ist vielleicht doch zu salzig für euren Geschmack, gebt ihr einfach noch einen Schluck Wasser mit dran. Entschuldigung. Und ja, dickt dann noch ein bisschen nach. Also das müsste dann, also wird dann ein bisschen mehr von der Menge her. Logischerweise, weil halt mehr Wasser dran ist. Und ja, kann man eigentlich so ganz gut dann machen. Ups. So, ja, ich würde sagen, ich gebe mir das jetzt einmal gleich auf den Teller, damit ihr mal seht, wie das Ganze am Ende dann auch aussieht. So, und das ist jetzt die weltbeste Erbsensuppe. So wie man sie von Mutti oder Oma oder von irgendwoher kennt. So, und mit diesem Buch, bisschen schräg, mit diesem Bild entlasse ich euch jetzt. Also wie gesagt, ich verlinke die Mana-Brötchen nochmal unten rechts oder unten links in der Ecke. Ich werde die Zutatenliste, werde ich nochmal in die Infobox geben. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ihr wisst ja, Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, lasst auch gerne einen Kommentar da. Oder abonniert mich. Oder alles zusammen. Geht natürlich auch. Und ja, ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bye bye, schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht. Wir sehen uns.